Das wichtigste Fach in Medizin und Naturheilkunde. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, was ist das wichtigste Fach, was angehende Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker idealerweise gelernt haben sollten? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ist es die Krankheitsprävention vielleicht? Ja, also dass man gar nicht erst mit der Therapie anfängt, sondern dass ich mal guckt, was ist davor? Also Prävention, sicherlich ein wichtiges Fach. Oder ist es die gute Diagnostik? Ja? Also ich nenne es mal die Fünf-Sinnes-Diagnostik, dass man also nicht nur mit Geräten kommt, sondern auch tatsächlich den Menschen als ganzheitlichen als Wesen wahrnimmt, ja? Und entsprechend dann auch wirklich gut in der Blickdiagnostik ist. Ist sicherlich auch wichtig. Oder ist es vielleicht doch eher mehr die Naturheilkunde? Ja? Also dass der Schwerpunkt mehr auf die Naturheilkunde gerichtet wird. Einfach weil natürlich auch viele Medikamente sehr viele Nebenwirkungen haben und man sich ja von der Naturheilkunde eher verspricht, dass man dann andere Verfahren hat, die wesentlich nebenwirkungsärmer sind. Oder ist es vielleicht sogar die Ernährungslehre? Ja? Weil angehende Therapeuten, Ärzte lernen ja meistens fast so gut wie gar nichts über gesunde Ernährung in ihrem Studium. Oder ist es doch eher die Gesundheitslehre? Also, dass man sich erstmal mit dem Thema Gesundheit mehr beschäftigt, statt immer nur mit der Entstehung von Krankheiten, ja, mit der Pathologie und der Pathogenese, sich mehr mit der Salutogenese zu beschäftigen, wäre auch mal ein interessanter Ansatz. Ja. Oder sind es dann doch eher die Grundlagenfächer wie Physiologie oder Biochemie, ja, die man auch sehr gut kennen muss, gerade über Stoffwechselgeschehen, um besser zu verstehen, wie bestimmte Prozesse ablaufen. Es sind alles wichtige Fächer, keine Frage. Und man könnte auch sagen, da sollte auch immer mehr der Schwerpunkt in der Ausbildung hingehen, weil mit diesen Fächern kann man dann tatsächlich auch, sag ich mal, ein ganzheitlicheres Verständnis des Menschen bekommen. Aber ich kann dir sagen, das wichtigste Fach war noch nicht unter diesen aufgeführten. Das wichtigste Fach für die Medizin, aber auch für die Naturheilkunde, ist nämlich ein anderes Fach. Es ist nämlich die Trommelwirbel, Medizingeschichte. Es ist die Medizingeschichte. Die Medizingeschichte ist das wichtigste Fach. Und ich möchte die Frage, die du vielleicht jetzt im Kopf hast, hä, wieso soll es jetzt Medizingeschichte sein, mit einem Zitat beantworten eines sehr renommierten US-Historikers und Politikwissenschaftlers, der hieß Professor Howard Zinn. Und der hat mal Folgendes gesagt, Zitat. Geschichte ist wichtig. Wenn Sie von Geschichte keine Ahnung haben, dann wäre das, als wären Sie gestern erst geboren. Und wenn Sie gestern erst geboren worden sind, dann kann Ihnen jeder oben, der eine Machtposition hat, alles Mögliche erzählen. Und Sie sind nicht in der Lage, es nachzuprüfen. Ja? Zitat Ende. Das heißt, nur durch Kenntnis der Geschichte eines bestimmten beliebigen Faches bin ich erst überhaupt in der Lage, bestimmte Entwicklungen, die mir heute als total fortschrittlich präsentiert werden, als das zu bewerten, was sie dann wirklich sind. Wirklicher Fortschritt oder der letzte Schwachsinn auf gut Deutsch. Deshalb meine Empfehlung ganz klar, jeder Therapeut, jeder Arzt, jeder Heilpraktiker sollte die Geschichte des eigenen Faches, was er ja vertritt in der Praxis, wenn er mit Patienten zu tun hat, sollte er kennen und zwar sehr genau kennen. Leider wird der Schwerpunkt an den Universitäten nicht mehr auf dieses Fach gelegt. Ja, also das heißt, die Medizingeschichte wird nur noch sehr stiefmütterlich behandelt und man muss auch sagen, das, was dann erzählt wird, stimmt auch nicht mehr so ganz mit dem, wie es vielleicht wirklich gewesen ist. Also auch da herrscht im Grunde auch schon eine gewisse Zensur. Und ich möchte dir jetzt mal zeigen, warum Medizingeschichte so wichtig ist. Ich werde dir jetzt ein Ereignis beschreiben, was vor etwas mehr als 100 Jahren stattgefunden hat, aber was aus meiner Sicht eine der gravierendsten Folgen für die weitere Entwicklung der heutigen akademischen Lehrstuhlmedizin hatte und natürlich auch der Naturheilkunde. Wir müssen also jetzt mal eine kleine Zeitreise machen und zwar zurück in das Jahr 1910 nach Amerika, an die Vereinigten Staaten. Und reden wir jetzt mal ganz genau über das Thema der Flexner-Report von 1910. Der Flexner-Report war ein Gutachten, wenn man so möchte, der Brüder Abraham und Simon Flexner, die im Auftrag der großen Stiftungen von Rockefeller und Carnegie ein Gutachten über die medizinische Ausbildung an den entsprechenden Universitäten in den USA erstellt haben. Diese Gutachten hat später auch zu entsprechenden Reformen an den Universitäten geführt, das heißt also auch, was die Ausbildungsinhalte beinhaltet.
Und das, was sich dann zuerst in den USA am Anfang des 20. Jahrhunderts zugetragen hat, ist dann etwas zeitversetzt später auch nach Westeuropa und einschließlich natürlich auch nach Deutschland gelangt. So. Und der Kernpunkt in diesem Report, in diesem Gutachten war, dass man den Pharmakologiekursen im Lehrplan einen höheren Stellenwert geben sollte. Das heißt, dass die sollten also ein größeres Gewicht bekommen, also mehr Stunden, was die Ausbildungszeit anbelangt. Und diese Empfehlung, wenn man also Universitäten gesagt hat, macht bitte mehr Pharmakologieunterricht und Pharmakologieforschung, wurde entsprechend mit reichlich Geldern aus diesen entsprechenden Stiftungen von Rockefeller und Carnegie belohnt. So. Das heißt, es fand hier eine Art von Selektionsprozess statt. Infolgedessen kam es dann im Grunde zu einer mehr oder weniger reinen biochemischen Betrachtungsweise des Lebens, beziehungsweise auch des menschlichen Körpers, was dazu geführt hat, dass man natürlich andere Erkenntnisse wie Biophysik, wie Metaphysik, ja, wie andere Erklärungen für die Entstehung von bestimmten Symptomatiken mehr und mehr verdrängte aus den Lehrplänen, sodass im Grunde eine völlig neue Therapeuten- und Ärztegeneration herangebildet wurde, die im Grunde nur noch rein biochemisch diese Prozesse im Körper betrachteten. Ja. Das heißt, es kam infolge dieses Reports und der Geldmittelverteilung, die als Gutachten an die Universitäten dann entsprechend verteilt wurden, oder dieses Gutachten führte dann entsprechend zu diesen Geldmitteln, die dann zu den entsprechenden Universitäten geflossen ist, kam es dann also zu einer Ausrichtung in der Behandlung von Krankheiten, hauptsächlich natürlich auf Basis von chemisch erzeugten Pillen, also Medikamenten. Das heißt, die Behandlung von Krankheiten kam dann immer mehr in die Richtung der Medikamentenverschreibung. So. Im Grunde ist mit diesem Selektionsprozess dann nichts anderes passiert, als dass sich die chemisch-pharmazeutische Industrie mehr und mehr breit gemacht hat. Das war quasi der Startschuss für den Aufstieg der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Und man muss auch verstehen, dass diese chemische Industrie letztendlich sich aus der Erdölindustrie, aus der Petrochemie entwickelt hat. Und dahinter stehen wieder die gleichen im Grunde Geldinteressen. So. Um dir mal die fatalen Folgen klarzumachen, zu was das geführt hat. Wir hatten um das Jahr 1905 hatten wir etwa 160 verschiedene medizinische Fakultäten in den USA. Und etwa 20 Jahre später, 1927, waren von diesen 160 Fakultäten nur noch 80 Fakultäten übrig, die für die Ausbildung der angehenden Ärzte zuständig waren. Die anderen hatten sozusagen dicht machen müssen, weil sie keine Geldmittel mehr zur Verfügung hatten. Gleichzeitig gab es aber auch homöopathisch ausgerichtete Universitäten und um 1900 waren das etwa 22 in den USA und 23 Jahre später, also 1923, gab es nur noch zwei homöopathisch ausgerichtete Universitäten. In den 50er Jahren, 1950er Jahren, sind dann auch diese beiden letztendlich vom Markt verschwunden, sodass im Grunde dann nur noch eine rein chemisch pharmazeutische Betrachtung des Lebens oder auch, wir können sagen, eine chemisch-pharmazeutische Ausrichtung der Lehrpläne vonstatten ging. Das heißt, auf diese Art und Weise kam es im Grunde nach und nach, innerhalb von wenigen Jahrzehnten, zu einer kompletten Veränderung der Lehrpläne, der Ausbildungsinhalte der neuen Ärztegeneration, die dann im Sinne im Grunde der Geldgeber Krankheiten verstanden und Krankheiten auch behandelten, nämlich die Krankheiten durch entsprechende Verschreibung von irgendwelchen chemischen Medikamenten behandeln. Ja? Das heißt, wir haben seit 1913 die Situation, vor allen Dingen in den USA vorherrschend, dass diese steuerbefreiten Stiftungen von Carnegie und Rockefeller und allen anderen, die der Hochfinanz mit angehören, im Grunde die Forschung und komplett die Lehre der akademischen Universitätsmedizin beherrschen. Ja? Das heißt, die Wissenschaft hat sich dann im Grunde von anderen Konzepten wie der Biophysik oder noch anderen Verständnis, wo auch, sag ich mal, geistig-emotionale Aspekte eine Rolle gespielt haben, rein auf eine rein materielle, chemisch-pharmazeutische Ausrichtung hin orientiert. Das heißt also, Prozesse, die im Körper erklärbar wurden oder Konzepte, die dann entwickelt wurden, um bestimmte Dinge, die man am Körper gesehen hat, wurden dann rein chemisch-pharmazeutisch erklärt. Das war das Erste. Das heißt, das Weltbild, mit der im Grunde auch der Körper, der Mensch, die Entstehung von Krankheiten und von Symptomen erklärt wurde, wurde dann im Grunde mehr oder weniger eindimensional im Hinblick auf eine chemische Betrachtungsweise. Das war der erste die große Trendwende. Und natürlich basierend auf diesem Verständnis von Krankheiten, wie sie entstehen, also infolge von irgendwelchen chemischen Prozessen, wollte man dann mit entsprechend chemischen Medikamenten, also mit chemischen Mitteln in diese Prozesse eingreifen, um dann entsprechend Symptome zu kurieren oder zum Verschwinden zu bringen. Das heißt,
Daraus erwuchs dann eine sogenannte rein symptomatisch auf das Symptom bezogene Therapie. Und zwar überwiegend mit Medikamenten. So. Auf diese Art und Weise sind natürlich auch gewisse Monopole entstanden, ja, einfach nur durch die Verteilung der entsprechenden Geldmittel, sodass sich im Grunde dann eine völlig neue akademische Medizin entwickelt hat, die komplett, kann man sagen, in der Abhängigkeit der entsprechenden pharmazeutisch-chemischen Industrie steht. Und das Fatale ist, dass die meisten Professoren, Ärzte und auch angehende Medizinstudenten keinerlei Schimmer, keine Ahnung haben, dass sie im Grunde einem verborgenen Selektionsprozess ausgeliefert sind, ja? Der im Grunde durch die Änderung der Ausbildungsinhalte vonstatten geht. So, das heißt also, sie wissen gar nicht, sie glauben, sie lernen die neuesten Erkenntnisse, aber es wird so viel nicht erzählt. Zum Beispiel das Thema Ernährungsmedizin ist im Grunde kein reguläres Fach in der normalen akademischen Ausbildung. Es gibt sicher die Universitäten auch mittlerweile, die hier und da auch das anbieten, aber wenn dann nur als Zusatzkurs. Es ist keine Basisausbildung, so wie Anatomie, Physiologie, Biochemie. Ernährungsmedizin wäre natürlich, sage ich mal, ein starkes Gegengewicht, weil man kann ja auch sagen, Ernährung kann ja im Grunde auch wie ein Medikament wirken. Ja? Also die Nahrung kann im Grunde auch dein Arznei sein, hat jemand mal gesagt. Und das ist natürlich dann in dem Sinne nicht gewollt. Sondern lieber eine Pille verschreiben, nach dem Motto, das Symptom, die Pille, das Symptom, die Pille. Ja? Und so hat man im Grunde sich eine regelrechte Armee von willigen Vollstreckern herausgebildet, also in Form von akademischen Lehrern, Professoren und entsprechenden Ärzten, die mit guten Absichten, ja, jetzt könnte jemand sagen, ach, das ist alles wieder Verschwörungstheorie. Es geht nicht darum, die Therapeuten, die machen ihre Berufung mit guten Absichten. Aber sie wissen meistens nicht, dass sie vieles nicht gelernt haben und infolgedessen im Grunde Marionetten sind. Von einem bestimmten Menschenbild und natürlich auch von bestimmten Therapierichtlinien. Das ist vielen nicht klar. Sie spüren das vielleicht schon, dass sie in so einer gewissen Abhängigkeit sind, aber ihnen ist nicht so richtig bewusst, wo das herkommt. Und diese Umstände kann man tatsächlich nur verstehen, wenn man sie historisch beleuchtet. Das heißt, wenn man die Entwicklung eines Faches sich mal anschaut, was zu bestimmten Zeiten für Schlüsselereignisse stattgefunden haben, die entsprechend dann zu ganz wegweisenden neuen Ausrichtungen geführt haben. Und das kann man halt in der Medizin eigentlich sehr gut sehen. Das Interessante ist aber, wenn du das schon interessant fandest, dann kann ich dir jetzt schon sagen, diese Geschichte, der Flexner Report, das ist nur die Spitze, aber wirklich nur die klitzekleinste Spitze, eines riesigen Eisberges. Denn viele Menschen denken ja, Schulbuchgeschichte, das, was uns da erzählt wird, das ist genauso gewesen. Ja? Und viele wissen gar nicht, dass es eigentlich zwei Arten von Geschichte gibt. Oder man könnte sagen, zwei Arten von Weltgeschichte. Es gibt einmal diese offizielle Schulbuchgeschichte, die wir alle gelernt haben in der Schule. Ja? Und dann gibt es aber noch eine zweite Ebene der Geschichte, eine verborgene Geschichte, wo die tatsächlichen Strippenzieher und die wahren Ursachen für bestimmte Ereignisse, die wir alle gelernt haben, zu suchen sind. So. Und wenn man natürlich erst diese verborgene Geschichte kennt, dann macht auch vieles, was man so im Alltag vielleicht erlebt, bestimmte Entwicklungen, die jetzt auch sehr rasant bei uns in der heutigen Zeit passieren, die kann man plötzlich nachvollziehen. Man kann plötzlich verstehen, warum die Medizin immer mehr in einen Technikzweig abdriftet, wo immer mehr diese transhumanistische Entwicklung mit dem Einfluss auch der künstlichen Intelligenz immer mehr Einzug hält in die Medizin. Das kann man dann verstehen, wenn man die Geschichte dahinter versteht. Ja? Und wenn du ein neugieriger Mensch bist und verstanden hast, dass es tatsächlich hier auch noch eine andere Ebene der Geschichte gibt, ja, eine verborgene Ebene der Weltgeschichte, dann möchte ich dich gerne auch auf ein wichtiges Thema hinweisen, nämlich ich habe genau dazu ein entsprechendes Online-Seminar erstellt, zu dem du dich, wenn du dazu Interesse hast, unterhalb von diesem Video gerne anmelden kannst. Das ist völlig kostenlos. Das Webinar heißt Die verborgene Weltgeschichte als wichtigster Schlüssel deiner ganzheitlichen Weltwahrnehmung. Denn das ist es. Mit Hilfe des Verständnisses um die Geschichte, wie auch der entsprechende Historiker Howard Zinn ja gesagt hat, wenn du die Geschichte nicht kennst, dann wäre es so, als ob du erst gestern geboren wärst und man kann dir alles erzählen. Und du kannst es nur glauben, weil du hast keinen Vergleichs- und Bewertungsmaßstab. Kennst du aber die Geschichte dahinter, die größeren Zusammenhänge, dann bist du plötzlich in der Lage, auch bestimmte Entwicklungen kritischer zu betrachten und kannst dann tatsächlich sagen, diese Entwicklung ist sehr sinnvoll und diese Entwicklung ist gefährlich und größter Schwachsinn und dient vielleicht nur rein kommerziellen Zwecken. Aber hast du dieses Hintergrundwissen nicht? Dann stehst du davor und musst einfach alles nur glauben und akzeptieren. Wenn du aber ein Mensch bist, der sein Leben selbstbestimmt leben möchte und mit weniger Ängsten durch den Alltag gehen möchte, kann ich dir nur raten,
beschäftige dich auch mal mit etwas größeren Zusammenhängen und Hintergründen. Und wie gesagt, wenn du dich dazu berufen fühlst oder neugierig bist, kannst du dich gerne unterhalb von diesem Video für das Webinar anmelden. Und ich kann dir sagen, das ist eine der spannendsten Reisen, die du wahrscheinlich bisher in deinem Leben gemacht hast, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst oder anfängst, dich für dieses Thema zu öffnen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst in der Weise belohnt sein, dass du einfach weniger Ängste haben wirst. Ja? Okay. Ich hoffe sehr, du hast jetzt ein bisschen verstanden, warum das Thema der Geschichte nicht einfach nur ein sinnloses Auswendiglernen ist von irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, von irgendwelchen Herrschern, die wann, wo, wie gelebt haben, sondern es ist viel mehr. Es ist wirklich eigentlich das wichtigste Fach, um die Entwicklung, die wir heute haben, auf der Welt besser zu verstehen, um auch zu verstehen, wo wir wirklich stehen als Menschheit, ja? Wohin die Reise aber auch gehen kann. Das können wir nur ableiten, wenn wir wissen, was davor für Entwicklungen waren. Weil dann können wir erst abschätzen, entwickeln wir uns tatsächlich weiter und höher oder sind wir vielleicht sogar eher auf so einer Art Degenerationsast. Ja, und das kann man dann erst einschätzen, wenn man den größeren Zusammenhang kennt. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch beziehungsweise ein Like bei Facebook. Und du kannst dieses Wissen auch gerne mit anderen Menschen teilen, wenn du das Gefühl hast, die sind grundsätzlich für solche Sachen offen. Schreib mir mal auch gerne deine Gedanken und Kommentare unterhalb von diesem Video in die Kommentarfunktion. Und wenn du mehr solcher Videos von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal, indem du auf den Abonnement-Button klickst und dann kommt diese schwarze Glocke nochmal. Klickst du nochmal einmal bitte drauf und dann wirst du regelmäßig benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Ansonsten sehen wir uns in weiteren Videos und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib stets wachsam und vor allem gesund.